Kajakfahren und Wohnmobil, das gehört für uns untrennbar zusammen. Das kann das Meer sein oder ein Fluss oder ein einsamer See irgendwo in Schweden. Und dann erleben wir die tollsten Sachen. Natürlich ist die große Frage, wie machen wir das mit dem Kajak auf dem Wohnmobil? Wie kommt es aufs Dach? Wir haben das System mittlerweile ziemlich gut ausgeklügelt. Wir haben eine ausziehbare Leiter, eine Teleskopleiter. Auf die wird das Kajak aufgehoben und dann über eine Rolle aufs Wohnmobil gezogen. Zu zweit ist das kein Problem. Auch allein ist es möglich, aber man sollte sich lieber Hilfe holen und auf einem Campingplatz ist eigentlich immer jemand da. Sogar an einem Fluss habe ich bislang immer jemanden gefunden, der uns geholfen hat. Das zweite Kajak wird entgegengesetzt aufgehoben, damit man sie besser verzurren kann. Aber das kommt natürlich auf eure persönliche Situation drauf an. Auf Womoblog findet ihr eine Beschreibung, wie man die Kajakhalterung auf dem Wohnmobil befestigt. Dann habt auch ihr ein Kajak mit dabei und seid für das nächste Abenteuer gerüstet.